herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video geht es mal wieder um essbares Wildgrün, aber diesmal nicht um Wildkräuter, Wildpflanzen, sondern um essbare Baumblätter. Hier auf meinem Kanal gibt es schon viele Videos zum Thema Wildgrün, Wildkräuter und Baumblätter. Und wenn ich mir so meine Statistik anschaue, dann sehe ich, dass gerade meine Wildkräuter-Videos wirklich unter den Top 10 sind, meiner beliebtesten Videos aktuell. Das merke ich immer im Frühjahr, wie diese Videos besonders gern aufgerufen werden und wie ich auch immer noch viele Kommentare zu diesen Videos bekomme. Also jetzt, das Frühjahr ist eine wunderbare Zeit, um in die Welt der Wildpflanzen einzutauchen, aber sich auch ein bisschen vertraut zu machen, welche Baumblätter man hier in dieser Region essen kann. Und es ist auch mal ganz amüsant, wenn man Wildkräuter sammeln geht, gibt es doch immer auch mal Menschen, die so im Wald spazieren gehen oder an einer Wiese und fragen dann, was machen sie denn da, was sammeln sie denn da? Und sind dann ganz erstaunt, wenn man davon berichtet, dass man die Wildpflanzen für die eigene Ernährung verwendet. Und noch viel erstaunter schauen die Menschen, wenn man im Frühjahr anfängt, Blätter von den Bäumen zu pflücken und zu essen. Ja, weil die Früchte der Bäume kommen ja erst im Sommer und Herbst und dann stehen manche Menschen ganz entgeistert da und wundern sich, was man denn da isst und verstehen die Welt nicht mehr, weil sie gar nicht wissen, dass man auch Baumblätter essen kann. Ich sage dazu immer essbares Wildgrün von oben, gesundes essbares Wildgrün von oben, das sind die Baumblätter und gerade für die, die sich so ein bisschen ekeln und sich scheuen, Wildpflanzen zu sammeln wegen Urin oder Kot von Tieren oder wegen Fuchsbandwurm, dann sind die Baumblätter auch gut geeignet. Allerdings sollte man auch darauf achten, saubere, einwandfreie Blätter zu sammeln. Es gibt ja dann auch noch die Beschmutzung von Vögeln. Also Blätter können auch verunreinigt werden. Manchmal sind ja auch die Blätter mit Parasiten besetzt oder haben Krankheiten. Also man sollte auch für den eigenen Verzehr, für die Verwendung von Baumblättern als Lebensmittel darauf achten, dass man saubere, einwandfreie Blätter sammelt. Im heutigen Video möchte ich euch nur ein paar Baumblätter vorstellen, sozusagen meine Lieblingsbaumblätter. Es gibt ja schon einige Videos in der Vergangenheit, wo ich auch mehr Baumblätter vorgestellt habe. Wenn ihr euch für essbares Wildgrün interessiert, Wildkräuter und Baumblätter, dann empfehle ich euch mein E-Book Gesund Grün Essen. In diesem E-Book habe ich über 60 essbare Wildkräuter und Baumblätter beschrieben, auch genau wie ihr die Blätter erkennt, was man generell alles vom Baum essen kann oder von einer Wildpflanze. Dann gibt es auch wichtige Infos zu den Inhaltsstoffen, zu den gesundheitlichen Wirkungen. Es gibt auch viele Rezepte in diesem E-Book. Und dieses E-Book beinhaltet auch noch andere gesunde grüne Lebensmittel wie Mikroalgen, Chlorella und Spirulina, grüne Sprossen, Grünkraut und grünes Kulturgemüse, Salate und auch Gartenkräuter. Und es gibt viele Rezepte dazu. Ihr findet dieses E-Book unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Und jetzt zeige ich euch meine liebsten Baumblätter im Frühjahr. Los geht's! Im Frühjahr esse ich gern kleine Mengen an jungen Eichenblättern. Die Eichenblätter, die sind kurz gestielte Blätter, die sind so wechselständig angeordnet. Sie können bis 15 cm lang werden. Allerdings bevorzuge ich wirklich die jungen Eichenblätter und esse sie auch nur in kleinen Mengen. Sie sind leicht bitter und enthalten 8-20% Gerbstoffe. Und je älter die Eichenblätter werden, umso bitterer und herber schmecken diese Blätter. Also wirklich nur in kleinen Mengen essen, kleine Mengen probieren. Viele Menschen sind auch erstaunt, wenn sie hören, dass wir auch die jungen Triebspitzen, die hellen Triebspitzen von Fichte, Lärche, Kiefer und Tanne essen können. Vor allem, wenn sie weich sind. Dann kann man sie auch so abpflücken von dem entsprechenden Nadelbaum und einfach so essen. Die Fichte gehört übrigens zu den häufigsten Nadelbäumen in Europa bzw. in unserer Region. Und die hellen, weichen Triebspitzen, die haben noch einen geringen Teil des ätherischen Öls. In den älteren Nadeln ist ein höherer Anteil an ätherischen Öls enthalten. Und die hellen Triebspitzen sind auch sehr Vitamin C-haltig. Also gerade im Frühjahr so eine gute Vitamin C-Versorgung auf natürlichem Weg über eben diese Wildsammlung. Die jungen Triebspitzen der Nadelbäume, die schmecken zitronig, harzig und säuerlich. Achtet bitte darauf, keine Triebspitzen der Eibe zu sammeln, diese ist nämlich hochgiftig. Wenn ihr Lust und Laune habt und ein bisschen in der Küche kreativ werden wollt, dann probiert unbedingt mal schokolierte Fichtentriebe oder Lärchentriebe oder Tannentriebe, je nachdem, was bei euch in der Region wächst. Wirklich sehr, sehr lecker. Einfach eine Schokolade schmelzen oder selber eine Schokolade herstellen aus Kakaomasse, Kokosöl und einem Süßungsmittel und dann diese
Triebspitzen in die Schokolade eintauchen und dann abkühlen lassen. Das ist wirklich eine wunderbare Kombination, dieses Zitronige und dann dieses Schokoladige. Kann ich euch wirklich empfehlen. Sehr lecker. Mein absoluter Lieblingsbaum ist die Linde. Man unterscheidet Winter- und Sommerlinde. Die Sommerlinde hat eher große, zarte, eirunde, vorn zugespitzte, gestielte Blätter und diese können bis zu 15 cm lang werden. Die Blattunterseite ist weiß behaart. Die Winterlinde dagegen, die hat so kreisrunde Blätter mit kurzer, schlanker Spitze. Und an den Blattnerven könnt ihr rostbraune Härchen entdecken. Beide Lindensorten schmecken aromatisch mild, leicht nach Leinsamen, also haben generell einen sehr angenehmen, milden Geschmack und sind auch für Kinder sehr gut geeignet. Also meine Kinder, die haben ja schon früh oder sind ja schon früh in Kontakt gekommen mit Wildpflanzen und auch Baumblättern und essen auch gern die Lindenblüten, die ja auch bald kommen. Also für Kinder kann das auch ein Genuss sein, wenn sie da langsam herangeführt werden und wenn man es ihnen auch vormacht. Den Ahorn, den Spitzahorn, kennt wahrscheinlich auch fast jeder. Die Blätter des Spitzahorns haben ja auch so eine ganz typische Form. Die Blätter sind lang gestielt, sie sind handförmig, fünflappig mit zugespitzten Blattlappen. Und die jungen Blätter kann man auch für seinen Speiseplan verwenden. Sie schmecken leicht herb und haben einen mild säuerlichen Geschmack. Probiert es einfach mal aus, ob der Spitzahorn zu eurem Favorit werden kann. Der Weißdorn gehört auch mit neben der Linde zu meinen absoluten Lieblingsbäumen im Frühjahr. Nicht nur, weil ich einfach die Blütenpracht liebe, diese weißen Blüten und auch ich liebe auch diesen Geruch, wenn ich am Weißdorn vorbeilaufe, diesen süßlichen, leicht mandelartigen Geruch. Wirklich auch ein sehr genialer Baum bzw. Strauch, Baumstrauch, also die werden jetzt auch nicht richtig groß und mächtig wie zum Beispiel eine Linde oder eine Eiche. Und der Weißdorn ist im gemäßigten Klima sehr weit verbreitet und von ihm sind Blätter, Früchte und Blüten essbar. Die Blätter könnt ihr so von April bis August essen, allerdings werden sie dann später immer herber und etwas zäher. Also ich liebe die Weißdornblätter am liebsten im April und Mai. Die Blätter sind eiförmig mit Ausbuchtungen, also diese sind 3 bis 7 bis 9 lappig und der Blattrand ist leicht gesägt. Die Blätter schmecken leicht nussartig, mandelartig. Probiert es aus, bei einem Spaziergang esst eine Handvoll Weißdornblätter und Blüten und ihr fühlt euch gestärkt und gesättigt. Also zumindest mir geht es so. Es gibt auch noch ein schönes Zitat zum Weißdorn, das findet ihr auch in meinem E-Book Gesund Grün Essen. Das lautet wie folgt. Bildlich gesprochen ist die Wirkung des Weißdorns wie ein Liebesbrief an das Herz. Er empfängt es liebevoll und nimmt es schützend in seine Hand. Und mit diesem Zitat könnt ihr euch vielleicht auch denken, in welche Richtung die gesundheitliche Wirkung des Weißdorns hingeht. Als letztes gibt es meine Empfehlung für Obstbaumblätter. Zum Beispiel die Kirsche gehört mit zu meinen liebsten Blättern von Obstbäumen. Sie schmecken leicht mandelartig, sie haben so ein leichtes Mandelaroma, also für mich auf alle Fälle ein angenehmer Geschmack. Und dann im April, Ende März, Anfang April, je nachdem wie warm es dann schon ist, könnt ihr auch die Blüten essen. Ähnlich wie beim Weißdorn, ein angenehmer Geschmack, die Blätter und Blüten zusammen zu essen. Die Blüten schmecken auch leicht süßlich wie beim Weißdorn und auch so leicht nach Mandel, genauso wie die Blätter. Also auf alle Fälle eine geniale Kombination, wenn ihr Blüten und Blätter essen könnt. Auch essbar sind zum Beispiel die Blätter vom Apfelbaum. Die Blätter schmecken dann meist etwas herber als zum Beispiel beim Kirschbaum und schmecken auch säuerlich. Generell könnt ihr die meisten Blätter von Obstbäumen essen, also auch Birne, Pflaume, auch Johannisbeeren, also von Sträuchern. Sie schmecken vielleicht nicht immer alle gleich angenehm und gut, auch ein bisschen herber, aber generell sind sie alle essbar. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, ihr konntet einige der Inspirationen aus der Natur für euch mitnehmen. Mich interessiert natürlich jetzt, ist das für euch ein komplett neues Thema? Wusstet ihr überhaupt, dass man Baumblätter essen kann? Oder seid ihr schon fleißig dabei, jetzt im Frühjahr Baumblätter zu sammeln? Hinterlasst mir gerne eure Meinungen und Gedanken und Erfahrungen zu dieser Thematik essbare Baumblätter unter diesem Video. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar, welche eure Lieblingsbaumblätter sind, falls ihr schon zu den